Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-VTier-Video. Es wird Zeit für einen kurzen, na was sollen wir sagen, Langzeiterfahrungsbericht zum 13 Zoll MacBook Pro von Apple. Und bevor jemand fragt, ja, ich bin etwas roter als sonst, dazu am Ende noch kurz was und benutzt Sonnencreme. Aber der Reihe nach, das MacBook ist das erste, was in diesem neuen Design mit Thunderbolt 3 bzw. USB Type-C Ports gekommen ist und es handelt sich hierbei um das Gerät mit der OLED-Leiste. Spätes 2016er, wie Apple das nennt. Und das bedeutet, das Gerät ist jetzt über anderthalb Jahre bei mir im täglichen Einsatz. So, und dann haben auch viele gesagt, zu Recht, du Faultier, mach doch mal bitte einen Langzeiterfahrungsbericht. War die Kiste das Geld wert? Was sind deine Erfahrungen? Wie ist inzwischen die Akkulaufzeit? Und vor allem, wie ist das mit der Tastatur? Aber der Reihe nach. Nummer 1 von außen. Es war wirklich intensiv, besonders das erste Jahr im Einsatz. Als ich mir dann das 12er MacBook ohne Pro, also die dünnen leichten, besorgt habe, habe ich das Teil so locker 3, 4, 5, 6 Monate verstärkt mitgenommen und halt nicht das Pro. Trotzdem, und diese Diskussion kommt auch immer wieder, ich empfehle die 12 Zoll Teile immer für die Leute, die wirklich permanenten, richtig leichten mobilen Begleiter brauchen. Mit einer richtig soliden Akkulaufzeit, denen Anschlüsse und Performance nicht so wichtig ist, dann sind die Dinger toll. Ich sage aber im gleichen Atemzug, weil immer wieder die Leute fragen, 12er oder 13er, man kann mit den 13ern viel weniger falsch machen. Da ist man eher auf der richtigen Seite, sei es Performance, sei es Displaygröße, sei es Anschlüsse und. Das nur direkt eingeschoben. Aber der Reihe nach. Also, Verarbeitung von außen. Einmal mein Gerät ohne Aufkleber sieht immer noch aus wie am ersten Tag. Man hat so leichte Abnutzungserscheinungen hier an den Kanten, wenn man mal irgendwo gegengekommen ist oder wenn jemand anderes irgendwann dagegen knallt. Da ist nichts passiert. Auch diese Diskussion, die es immer ja wieder gab, nachdem die MagSafe-Dinger weg sind. Ich habe auch hier es geschafft, Kabel dann immer wieder rauszureißen, weil entweder jemand übers Kabel gestolpert ist oder ich habe nicht mehr dran gedacht, dass das MacBook irgendwo noch angeschlossen ist und dann... Trotzdem ist hier auch an den Anschlüssen nichts passiert. Die haben noch nicht mal Kratzer abbekommen. So, das zum von außen, also verarbeitungsmäßig, bin ich hier nach wie vor total supermäßig zufrieden. Leistungsmäßig kann ich da auch nichts drüber beklagen. Also die Kiste rennt wie am ersten Tag. Ich meine, hier ist ein i5 drin, natürlich new, aber trotzdem. Und SSD, die ganze Performance, die Kiste rennt. Und ich sag mal, selbst mein altes MacBook Air von 2011 würde heute wahrscheinlich immer noch vernünftig rennen für das normale Basiszeug. Und selbst wenn man das ein bisschen fordert, naja, es sind halt die Airs von damals. Trotzdem, Kiste rennt noch wie am ersten Tag, überhaupt kein Unterschied. Was einen Unterschied macht, ist die Akkulaufzeit. Ich habe hier eben mal Coconut Battery Life drüber laufen lassen. Und da komme ich jetzt auf einen Zyklus-Count, also wie oft wurde das Gerät wirklich von 0 bis 100%, also immer mal wieder, zählt ja nur die komplette Ladezyklen. Also wenn ich das von 80 bis 100% auflade, dann zählt das nicht einmal, sondern halt dann zählt das halt nur ein Fünftel, diese 20%. Und das addiert sich dann auf und dann komme ich jetzt hier nach über anderthalb Jahren auf 104 Zyklen. Das liegt aber auch daran, dass ich halt immer auch gucke, wenn ich es unterwegs benutze, dass ich es doch an die Steckdose packe oder unterwegs an die mobilen Akkus. Ich habe ja so mehrere Powerbanks, die in der Lage sind, auch unter Last, sage ich mal, so gerade die Stromleistung zu halten. Das trägt dazu viel bei und empfehle ich. Batterie wird immer noch als gut angezeigt und Ladekapazität zeigt er mir hier gerade mit 96,2% an. Aber das schwankt. Mal zeigt er 94 an, mal zeigt er 98 an. Ich kann mich aber im normalen Alltagseinsatz hier nicht drüber beklagen. Und es ist nach wie vor so, wenn man als Browser Safari nutzt, die Displayhelligkeit so maximal bis 40% hochschraubt und nur leichtes Zeug macht. Also klar, Office, Word oder sowas, kein Ding. Im Netz surfen frisst dann natürlich schon mehr Strom, aber mit wenig Displayhelligkeit und leichtem Zeug kommt man aus der Kiste problemlos, sage ich einfach mal, naja, diese 9 bis 10 Stunden bekommt man problemlos hin. Was dann aber deutlich mehr am Akku frisst, ist, wenn ihr zum Beispiel den Google Chrome Browser nutzt. Da gehen locker nochmal 2, 3, 4 Stunden, kann man da fürs gleiche Zeug abziehen. Das ist immer noch nicht mit den Macs harmonisiert. Dann so Sachen wie, wenn ihr MKV-Containerdateien in einem VLC-Player abspielt. Puh, da wird das schon, also da ist nichts mit 100, mit 10 Stunden Video gucken. Das ist dann so nettes MP4-Zeug im normalen, in so einem Apple QuickTime-Player.
merkt man auch Unterschiede. Aber es reicht, um auch, ich habe es jetzt auf Reisen nochmal gemerkt, sowas kann man dann, also MKVs, VLC, 6, 7, 8 Stunden, je nach Helligkeit, kriegt man dann doch auch noch raus. Was aber merklich schlechter wurde, meiner Meinung nach, ist iMovie und Final Cut Zeiten zum Videoschneiden nach den großen H265er Updates. Total egal, ob es H265, H264 Dateien sind, es wurde halt weniger. Es ist halt so, vorher habe ich gesagt, zum Schneiden, je nachdem, was man macht, kriegt man 2,5 bis 5 Stunden raus. Ich habe ja dann immer so den Mauszeiger oben rechts in die Ecke schieben und das Display geht aus. Das spart unheimlich viel Strom, aber selbst Rendern unter iMovie oder Final Cut, das ist das, was das Ding in die Knie zwingt und dann ist man nicht bei 10 Stunden, sondern geht man in die Richtung 2 bis 3 Stunden. Früher waren es, sage ich, hätte ich gesagt, 2,5 bis 4 Stunden, jetzt sind es 2 bis 3 Stunden. Das kam ganz klar mit den Updates, die Dinger irgendwie mehr fordern und was nicht alles. Trotzdem ist es auch unterwegs mit einer der geilsten Videoschnibbelmaschinen, die ich mir vorstellen kann. Ich will keinen 12er-Vergleich machen. Das dauert viel länger, ist aber von der Akkulaufzeit besser, aber von der Ausgabezeit ist es ein Graus, so dass ich leider sagen muss, gerade zu messen, 12er geht nicht, da braucht man schon wirklich eins von den Pros. Das nur am Rande. Ach ja, und wer die Kisten nach wie vor schnell leer kriegen möchte, der komprimiert das Ganze noch mit, na, wie heißt das? Videoprogramm zum Verkleinern, hat einen total bescheuerten Namen, sieht aus wie eine Ananas und nennt sich, ich brich's doch nicht wahr. Handbrake. Also mit Handbrake kriegt man auch hier den Akku unter 90%, in 90 Minuten platt. Und das selbst, wenn man das Display deaktiviert. Apropos Display, das ist das, ja, es spiegelt, ihr seht es hier gerade, aber trotzdem, gerade jetzt, wenn man rausgeht, auch mit seinem Rechner rausgeht, es ist das geilste Display, was ich mir vorstellen kann. Es ist gleichzeitig auch das hellste Display, was ich persönlich kenne. Und das ist was, ja, ihr habt immer nach wie vor noch Spiegelung. Ihr seht es gerade an der Lampe da. Aber das Ding wird so hell, ne? Das ist, glaube ich, nur noch das iPad Pro, was ich genauso gerne, sage ich mal, draußen benutze, wie das Display vom MacBook Pro. Wobei ich persönlich denke, dass das Pro iPad noch mal heller wird als das MacBook Pro Display. Ich habe es nicht nebeneinander gehalten, das sind jetzt so meine Erfahrungsberichte. Aber es ist hier eine komplett andere Welt als bei den 12ern oder bei den Airs oder sowas. Das ist super duper toll. So, Lautsprecher, wie am ersten Tag, klingt wunderbar, raumfüllend, Küchenfete, geeignet, sage ich jetzt einfach mal. Trackpad hier vorne ist toll. Die Webcam ist nach wie vor grauenhaft. Immer wenn ich es irgendwie vermeiden kann, will ich nicht damit chatten. Hin und wieder muss man ja am Rechner so Video-Ident-Verfahren machen. Da schämt man sich fast, aber es reicht nach wie vor aus, um damit dann so bei einem Video-Ident-Verfahren euer Perso erkannt wird oder sowas. Es geht, aber es ist halt wirklich nicht hübsch. Gerade wenn man das mit heutzutage den Smartphones vergleicht, was da vorne in Sensoren verbaut ist, ist das eigentlich noch sehr schade. So, Performance haben wir, Akkulaufzeit. Jetzt kommen wir zum großen Knackpunkt. Die Sonne. Die Tastatur. Butterfly-Tastatur. Es funktioniert auch nach 1,5 Jahren so. Ich hatte zwischendurch immer mal wieder kurze Probleme. Mal hat einmal die Leertaste gezickt, dass sie sich nicht mehr vernünftig drücken ließ. Und manchmal war es, glaube ich, das A. Das ist natürlich, ihr kennt alle dieses noch mit Luftdruck da rumfuseln oder sonst was. Das hat alles gefühlt nichts gebracht. Es hat einfach nur gebracht, 2, 3 Tage das Gerät versuchen normal zu benutzen und irgendwann geht es von alleine weg. Inzwischen ist es zum Beispiel gerade seit einigen Tagen bei mir so, dass sich die Komma und die Plus-Taste, nee, es ist die Plus-Taste, die Komma-Taste bei MacBook, die Plus-Taste bei MacBook Pro. Ich halte diese Butterfly-Tastatur immer noch für Murks-Konstruktion, so wenn die so fehleranfällig ist oder so für Mini-Staubkörnchen anfällig ist, dass sich Tasten nicht mehr vernünftig drücken können. So, inzwischen ist es bei mir halt so die Punkt-Taste, das wollte ich sagen. Punkt-Taste lässt sich im Vergleich zu allen anderen, als ob da was drunter ist. Und das ist es ja. Dann kommt da irgendwie so ein Staubkörnchen oder eine Fussel oder was auch immer. Und irgendwann gehen die vielleicht mal weg. Aber ich meine, was ich bisher hatte, mit dem 12er Pro von 2016, nicht Pro, mit dem normalen 12er, das musste ja komplett getauscht werden. Apple tauscht die Dinge aus. Ich habe mir auch sagen lassen, einige Apple zertifizierte Apple-Reparaturdienstleister, die haben inzwischen Werkzeuge, um die einzelnen Tasten komplett rauszunehmen, da dann sauber zu machen, die dann wieder reinzusetzen. Trotzdem finde ich die Tastatur in dem Hinsicht extrem fehleranfällig. Jedoch muss ich auch sagen, mit dem, was ich vorher an Erfahrung hatte, dass jetzt nach, ich sage einfach mal, über 1,5 Jahren nur eine Taste so leicht rumzickt.
ist immer noch kein Grund zur Entwarnung. Und das ist immer noch sowas, wo ich dann denke, gerade das sind die Sachen, wo ich mir, wenn Apple es als Fehler anerkennen würde, wenn die auch sagen, hey Leute, ja, wir kennen den Fehler, wir reparieren euch die Tastatur auch in 3, 4, 5 Jahren nach eurem Kauf kostenlos, ne? Dann würde ich ja sagen, okay, supi, kann man mit leben, auch wenn man die Kiste dann einschicken muss oder ein paar Tage darauf verzichten muss. Aber dass Apple ja nur ein Jahr auf Garantie gibt, dass man sich im zweiten Jahr mit denen schon rumkloppen muss, so nach dem Motto, ne, macht ihr das jetzt, seid ihr jetzt lieb und nett oder müssen wir böse werden? Und spätestens im dritten Jahr steht man da ohne Apple Care und wenn der Fehler nicht offiziell von Apple anerkannt ist, dann ist es Murks. Und deswegen sage ich nach wie vor Tastatur. Auch nach 1,5 Jahren, ich bin 1,5 Jahre relativ gut damit gefahren, aber dass da jetzt wieder was ist, So, trotzdem unterm Strich nettes Teil. Ich bleib dabei, auch wenn man das Adapterleben führen muss, wobei mich das gar nicht stört. Natürlich, wenn ich dann gerade wieder mit einer Kamera filme, wo ich dann eine SD-Karte drin habe, dann müssen die Adapter her. Und Adapter habe ich ja schon etliche Videos zu verschiedenen gemacht. Geht, hat man halt mehr, also dann im Rucksack, gerade wenn man die Dinger mobil benutzt, nicht nur als Desktop-Rechnerersatz am externen Monitor, sondern auch dann immer wieder mobil nimmt, dann bietet es sich einfach an, sage ich ganz ehrlich, im Vergleich zu irgendwelchen 100-Euro-Dinger, nee, dann deckt man sich lieber mit 20 bis 30 Euro günstigen USB-Type-C-Adaptern ein und dann kauft man direkt zwei, einen fest am Schreibtisch, einen fest im Rucksack oder in der Tasche oder wo man es hat und dann lebt man damit auch ganz okay. Was ich nicht mehr missen möchte, sind so Sachen, sind so kleine Schweinereien, externe SSD-Festplatten. Ein Träumchen. Das ist wie SSD drin, das ist was. Und inzwischen USB-Type-C-Kabel dran oder einfach nur so ein Adapter. Ich glaube, ich schleppe auch seit Ewigkeiten inzwischen so ein Normal-USB auf USB-Type-C-Adapter in der Hosentasche oder sonst wo rum, gerade wenn man die Dinger hat. Ist blöd, ich habe mich dran gewöhnt. Geht. Und inzwischen ist es gar nicht mehr so viel, was ich anschließen muss. Und externe Ladegeräte hatte ich, oder andere Ladegeräte, nicht von Apple, habe ich ja auch schon erwähnt. 64 Watt hier von Oki, das Ding, habe ich jetzt auch mehrere davon. Befüttern das Ding auch unter Last, passt alles. Und ja, das nur so am Rande. Also mit dem Adapterleben komme ich eigentlich auch klar. Und ich kenne genügend, die da gar nichts anschließen außer Strom, dann hier und da was mit einem iPhone oder iPad noch mit iOS droppen oder im Endeffekt auch mit anderen Sachen nur noch über die Cloud gehen oder AirDrop für Android-Geräte, kann man sich alles dran gewöhnen, sage ich ganz klar. Natürlich hätte ich es persönlich auch toller gefunden, sage ich, wenn die hier nochmal einen größeren Akku eingebaut haben oder vielleicht noch den einen oder anderen Anschluss oder auch so ein HDMI wäre ja auch noch schön. Das ist das, was ich nach wie vor vermisse. So, das war's. Das war mein Erfahrungsbericht. Nach wie vor ein geiles Teil, wenn ich da immer noch dran denke. Basiskonfiguration der OLED-Leiste kostet 2000 Euro bei Apple. Pervers. Schmeißt man die Preissuchmaschinen an, dann gibt's genügend Dinger, wo Händler, die Dinger regulär fast für, ich sag mal, 300 Euro weniger verticken. Und wenn man sich dann nach Schnäppchen mit Gutscheinen oder sonst was auf die Lauer legt, dann kriegt man die Dinger auch schon für 400 Euro weniger. Also landet man immer noch so um die 1600 Euro. Das sind die Preise, finde ich absolut gerechtfertigt, gerade wenn vergleichbares Dell XPS ist ja immer so, dass die sind jetzt gerade in den neuen Generationen, die übrigens auch nur noch 4 Type-C-Anschlüsse haben. Warum wohl? Gerade die sind ja nochmal preislich ein bisschen angestiegen, da landet man jetzt auch so bei 12 bis 1300 Euro. Ich weiß, da gibt's auch wieder Rabatte, dass man so Richtung 1100 sich bewegt. Ist aber nochmal gefühlt nochmal was anderes, die MacBook Pros. So viel gebe ich denen dann doch, muss ich dann doch noch sagen. So, aber auf jeden Fall bei den Preisen die Äuglein offen halten. Und das soll es jetzt gewesen sein. Ich habe den Kauf überhaupt nicht bereut. Ich bin total damit zufrieden, bis auf die Tastatur. Und normalerweise würde ich auch sagen, hey, so ein MacBook Pro, den kauft man sich einmal, dann hat man für 5, 6, vielleicht sogar 7 Jahre absolute Ruhe. Das kann ich aber bei diesen Butterfly-Dingern nicht ruhigen Gewissens sagen. So, und das ist das, was ich extrem schade finde, dass die diesen Schwachpunkt der Tastatur haben, der immer noch nicht offiziell von Apple als vernünftiger Fehler anerkannt ist, sodass man dann auch nach außerhalb der Garantie sowas kostenlos repariert wird. Und das ärgert mich gerade für so einen Preis. So, das soll es jetzt gewesen sein. Und ich sehe am Körper aus wie ein Engländer im Urlaub. Nur für mich noch den Tipp im Abschluss, nutzt Sonnencreme. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.